Jedes Mal, wenn man etwas Neues lernt, verändert sich die ganze Sicht auf die Welt. Das letzte halbe Jahr war für mich so voll und hat so viele verschiedene Sachen gehabt, die ich gelernt habe, mit dem ganzen Umbau, mit dem ganzen Videoschnitt, mit all meinen Projekten, dass, glaube ich, meine Ansicht von der Welt und meine Blickwinkel auf die Welt sich komplett verändert haben. Ich glaube, man kennt das, wenn man irgendwie sich für etwas Neues interessiert, ob das man möchte einen Camper kaufen oder überlegt sich ein Haus zu kaufen, plötzlich sieht man überall auf dieser Welt genau die Sachen, wo man sich dann halt in dem Moment dafür interessiert. Das ist so der selektive Blick, die selektive Wahrnehmung. Und weil ich im Moment mich mit so vielen Themen auseinandersetze, mit Bauen, mit Recht, mit wie kann man leben, mit Heizen, mit Wasser, mit all diesen Themen, schaue ich alles irgendwie aus ganz einem neuen Blickwinkel an. Und ich gebe zu, manchmal überfordert mich das auch völlig. Also früher bin ich in ein Designhotel, da das Abend von, wow, es ist mega schön und es ist super. Und wenn ich jetzt dort hinlaufe, dann schaue ich auch, wie ist das Material verbaut und wie sauber hat man geschafft und wie ist das jetzt genau gelöst. Also, man kann nicht mehr einfach normal. Man schaut alles anders an. Und das finde ich extrem spannend. Gerade in so einem Bereich, wo man sagt, man lernt etwas Neues, es verändert sich alles. Und bei mir ist das in diesem Jahr wahnsinnig viel passiert, dass alles sich verändert hat. Finde ich noch cool.